Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Ray Harryhausen Opening. Heute, Leute, geht's um den Homunculus aus dem Film Sindbads gefährliche Abenteuer von 1973. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Figur hier aussehen wird. Auf dem Bild sah sie wirklich fantastisch aus, also Hammer. Und Leute, wieder hier. Von Star Ace Toys. Die machen wirklich super Figuren. Sehr detailgetreu. Auch jetzt nicht nur die Harryhausen-Serie hier, sondern auch andere Figuren. Ich habe da einige sind von Bruce Lee. Die sah auch cool aus. Aber Leute, jetzt zum Homunculus. Für die Leute, die nicht wissen, was das sein soll, das ist aus dem Film Sindbads gefährliche Abenteuer. Ist ein, ja, von Prinz Kura. Ein Spion und wie im Film gesagt wird, die Verlängerung seiner Augen und Ohren. Auf jeden Fall, Leute, ich bin wieder sehr gehypt und gespannt wie ein Flitzebogen. Ihr seht hier diesmal, der Karton ist nicht so bedruckte Pappe, sondern ist normale Pappe mit, ja, mit schwarzem Druck halt, aber nicht mit farbigen. Für die Leute, die sich für die Verpackung auch ein bisschen interessieren, die das behalten möchten, hier nochmal wieder wie immer kurze Informationen über Ray Harryhausen. War für die Special Effects verantwortlich und ja, diese Figuren hier waren aus Latex und der hat damit halt mit Stop-Motion-Technik hat er halt diese Figuren zum Leben erweckt. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen an. Ach, und diesmal übrigens Polyresin Series. Also das ist nicht aus Super Vinyl, sondern aus Epoxidharz. Und der Karton wiegt auch einiges. Also die ist etwas schwerer, die Figur, und auch etwas leichter zerbrechlich. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Figur hier in so einem Schaumgummi eingewickelt ist und nicht wie üblich in diesem Plastikbehälter. Aber Leute, ich würde sagen, wir legen los, Leute. Ich habe noch kein Opening gesehen bei YouTube von Homunculus, darum bin ich jetzt wirklich gespannt, wie der in Natura aussieht, also beim richtigen Opening. Ja, und wie ich dachte, Leute, hier, so sind die Polyresin-Figuren eingepackt. Etwas stabiler, dass da nichts passiert. Und ich muss sagen, ich hatte bisher noch keine Probleme beim Auspacken oder dass da mir das kaputt gegangen ist. Es lief bisher alles immer sehr gut. Zum Glück, das wäre wirklich traurig, wenn da alles kaputt gehen würde. So, Leute. Der Homunculus ist jetzt nicht mein Favorit von diesem Film, aber Leute, trotzdem, er gehört zur Harryhausen-Familie und ich möchte diesen Charakter auf keinen Fall missen in in meiner Sammlung. Und es geht los, Leute, jetzt bin ich gespannt. Okay, ach, und hier übrigens hier wieder die Deluxe-Version. Damit können wir vielleicht anfangen. Und zwar, die war recht schwer, diese Platte, ja. Also, wir haben hier wieder ein Diorama, eine Fußplatte und ihr seht hier mit dem goldenen Amulett. Also das wiegt schon einiges hier, ich würde sagen, so ein halbes Kilo. Homunculus Deluxe Version. Deluxe Version. Klasse. Leute, es ist zu schön. Ich muss es immer wieder betonen. Also, ich bin so happy darüber, dass die Harryhausen Foundation mit Star Ace Toys dieses Projekt gestartet hat und dass sie diese Figuren hier herstellen. Ist wirklich eine schöne Sache, wenn man diese Filme kennt von früher. Also, ist schon klasse. So, Moment, hier ist noch was drin, glaube ich, oder? Ja, hier war noch was.
muss das Paket kurz umsehen. Ach, und hier auch, okay. Also der Homunculus besteht aus mehreren Teilen. Es ist aber kein Modellkit, also die sind schon fertig handbemalt. Aber man muss hier etwas zusammenstecken, so wie es aussieht. Mein Opa mal sagt, nichts mit Gewalt. Schon vorsichtig. Sehr schön, das war das. Also lege ich ja erstmal die Fußplatte. Übrigens habe ich gesehen bei Stories Toys, dieses goldene Amulett wird übrigens auch verkauft, kann man auch kaufen. Also einzeln ohne Figur, einfach nur das goldene Amulett, aber als Ganzes. Das bestand ja aus drei verschiedenen Teilen. Okay, also jetzt einmal zum Genießen der Homunculus. Sieht klasse aus. Ja, jetzt müssen wir noch sehen, jetzt müssen wir noch die anderen Teile hier zusammenstecken. So, schön vorsichtig. Hier ist auch übrigens immer eine kleine Beschreibung mit dabei. Und hier, denke ich mal, werden wir auch sehen, wie wir das Ganze zusammenstecken. Aber das ist, braucht man nicht nachgucken, also das ist ja logisch. Aber sie schicken es halt immer mit dazu, das finde ich gut. So. Leute, es wiegt wirklich einiges, also puh, wenn das Ding runterfliegt, dann war es das sozusagen. Und hier sieht man auch, hier ist so ein kleines Loch. Da kommt nachher der, oder wir können ihn auch jetzt schon reinstecken, da kommt der Fuß drauf. So, dann haben wir gleich stabil. Ach Leute, es ist zu schön. Es ist zu schön. Und dann seht ihr hier, sind so zwei so eine Stifte, die werden hier drauf gesteckt. So, die kommen hier rein. Und Leute, wenn ihr euch mal anschaut, die Flügel sind nicht einfach nur grau, sondern die sind so ein bisschen violett. Finde ich richtig cool. Also man hat es im Film nicht ganz so gesehen. Aber ich finde, das sieht klasse aus. Also haben sie sehr toll gemacht. Wirklich. So, aber jetzt müssen wir die Flügel hier noch draufstecken. So, kleinen Moment bitte. Ein bisschen muss man drücken, dass es wirklich passt. Genau. So, sehr schön. Leute, stellt euch vor, wie das wäre, wenn man mit KI diese Figuren wirklich zum Leben erwecken könnte. Und man hätte dann sozusagen einen kleinen Spion zu Hause, den man losschicken kann. Wäre schon cool. So, jetzt noch der Schwanz. So aus. So.
So Leute, ich würde sagen, wir sind fertig. Also Leute, der Homunculus, er kostet ein bisschen mehr als die anderen Figuren in Super Vinyl. Aber Leute, das ist es auf jeden Fall wert. Aber es kommt daher, weil die Figur in halt mit Polyresin hergestellt wurde. So sieht der Homunculus aus, Leute. Kleiner Moment, ich nehme euch mal mit hier. So sieht der Kollege aus. Die Pose, also die Stellung, die Pose, klasse, finde ich. Und auch das Diorama, finde ich, ist sehr gut gewählt worden. Mit dem goldenen Amulett. Top. Vielleicht eine Sache, die mir aufgefallen ist, die sie hätten etwas besser machen können. Komme ich gleich zu. Ich werde euch erstmal noch mal hier schnell die Rückseite zeigen. Hier sieht man so mal die Flügel so ein bisschen violett angehaucht. Hier unten finde ich klasse. Sieht wirklich toll aus. Und ich denke mal, sie haben es so gemacht, weil also die Figur an sich hatte nicht so eine violetten Flügel, aber in der Szene, als Prinz Kura den Homunculus zum Leben erweckt hat, war halt das Licht so ein bisschen violett und das hat so, das hat die Figur den Homunculus so ein bisschen angestrahlt und da war es, glaube ich, so ein bisschen violett und darum haben sie das wahrscheinlich so gemacht. Aber ich finde es, wie gesagt, klasse. Und auch die Fußplatte, also das Diorama, sieht klasse aus. Wirklich, wirklich schön. Okay, eine Sache vielleicht, Leute, die mir aufgefallen ist, die sie noch etwas verbessern hätten können, ist, ihr seht hier, als ich den Schwanz dran gesteckt habe, also man sieht hier so ein bisschen, kleinen Moment bitte, ach, das ist nicht so scharf, jetzt, also man sieht hier schon so ein bisschen, dass da so eine kleine Spalte ist. Da hätten sie, das hätten sie ein bisschen besser machen können, aber ich sag mal so, ist jetzt kein Dealbreaker für mich. Ich sehe die Figur sowieso von vorne und von da sieht man es eigentlich gar nicht. Aber wenn man etwas kritisch sein will, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt. Und auch hier so ein bisschen bei den Flügeln. Ich werde gleich nochmal versuchen, das noch ein bisschen weiter reinzudrücken, aber ich will ja nicht zu viel Gewalt anwenden. Man sieht hier auch so ein bisschen, dass es noch... Das hätten sie noch ein bisschen dichter machen können, also dass es wirklich passt. Ja, naja. Aber ist jetzt nicht so der Rede wert. Also ich freue mich wirklich trotzdem wie verrückt über den Homunculus. Ich bin sehr zufrieden wieder. Tolle Figur und die bekommt auch einen Ehrenplatz in meinem Regal. Ich zeige euch irgendwann auch mal meine Sammlung, wenn sie komplett ist. Also das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, aber ja, wenn noch einige Figuren dazugekommen sind. Und ich habe Stories mal gefragt, ob sie auch die anderen Figuren herstellen, also zum Beispiel die Hydra und die Galeonsfigur aus Sindbads gefährliche Abenteuer, fand ich auch klasse mal als Kind. Und also so wie es aussieht, haben sie Pläne, um die Figuren alle herzustellen. Ob das dann in der Realität dann auch so wird, ist eine andere Frage, aber... Es ist auf jeden Fall geplant und sie versuchen es hinzubekommen, dass wirklich alle Figuren, dass es die als Figuren gibt. Wäre auf jeden Fall klasse. Und ja, Leute, also der Homunculus von Sinpats gefährliche Abenteuer
Hier nochmal von vorne so, wie er dann in meinem Regal stehen wird. Ja, da sieht man es jetzt nicht so, dass da hinten so ein bisschen das nicht ganz drauf passt. Schöne Figur. Und ich bin wirklich zufrieden. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Okay, bis bald. Ciao.